Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zwar ein Haul, oh ja, ein Haul. Ich war gestern mit der lieben Jessie, ich verlinke ihren Kanal hier mal auf Instagram, sie hat keinen YouTube, aber ihr Profil bei Instagram, ich verwechsel das immer, war ich in Dienstlaken und zwar wegen Action. Ich war noch nie zuvor in einem Action. Und das ist das Ergebnis, ja. Eine ganze Tüte voll mit Action-Sachen. Wir waren außerdem noch bei Müller und bei der Nunana. Und die Tüte ist voll. Ich werde jetzt mit euch alles durchgehen. Ich werde euch die Preise ins Bild schreiben und ich hoffe, es gefällt euch. Oh mein Gott, Action ist der Wahnsinn. Vielleicht fange ich aber erstmal mit den anderen Sachen an, weil die sind weniger. Dann kann ich die schon zur Seite legen und dann können wir mit dem Action-Haul starten. Ich habe mich vertan, wir waren bei Ananunana, aber da habe ich gar nichts gefunden. Wir waren bei Xenos noch. Sorry dafür. Ja, bei Xenos habe ich auch einiges gekauft. Zum einen hatten die da Sprossesamen. Einmal habe ich hier Daikon. Ich weiß es gar nicht, was das genau ist. Das hier. Und dann habe ich noch Salatsprossen gekauft. Ja, die sind bio, oho, und wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe ja die Keimgläser, ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Schande über mein Haupt, es muss sich ändern. Dann ist ja bald Halloween und ich habe letztes Jahr wie eine Verrückte nach solchen Ausstechförmchen gesucht, die nicht ganz so teuer sind. Und dann habe ich welche bei Xenos gefunden und die sehen so aus. Da gibt es eben einen Sarg, einen Geist, einen Kürbis und eine Fledermaus. Und ich glaube, ich werde Plätzchen machen, Kekse. Ich arbeite ja mit Kindern. Ich kriege da auch immer wieder Nachfragen, was genau ich arbeite. Ich arbeite in einer Grundschule, aber ich bin keine Lehrerin. Und wir machen eine kleine Halloween-Feier. Und ich habe gedacht, da könnte ich ein paar Kekse dafür machen. Passend dazu habe ich mir gedacht, ich hole mir so Icing Pans. Die haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Habe ich eigentlich gedacht, ist eine ganz coole Sache. Ich mache das mal auf. Oh Gott, es ist zugeklebt. Ich hole eins raus. Das ist jetzt Vanille und Schwarz. Die haben eben hier vorne so eine Spitze. Was mir dann aufgefallen ist, was mich etwas stutzig gemacht hat und ich jetzt nicht genau weiß, was ich von dieser Information halten soll. Jetzt kriege ich das Teil natürlich nicht mehr zu. Geh doch bitte wieder zu. Hier hinten steht nämlich drauf, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Wirklich, es steht hier drauf. Warum? Was haben die da reingemacht? Ich traue mich jetzt irgendwie nicht, das zu verwenden. Mal gucken. Und dann habe ich noch eine Girlande gekauft. Und zwar mit so Fledermäusen in Schwarz und Lila. Ich weiß nicht, ich fand das einfach süß. Außerdem habe ich mir noch zwei Stempel gekauft. Ich bin ja überhaupt nicht mehr auf dem Filofaxing-Trip, aber für Karten oder so habe ich gedacht, wäre es ganz schön. Diese beiden Stempel, einmal mit You've Got Mail und dann einmal hier mit To und From. Die sehen eben hinten so aus. Und passend dazu habe ich mir noch zwei Stempelkissen gekauft. Einmal in so einem schönen Petrol und einmal in einem Dunkelblau. Man sieht das jetzt gar nicht, das sieht schwarz aus, aber ja, die zwei Sachen. Und das waren schon meine Errungenschaften von Xenos. Es ging aber, wie gesagt, weiter noch mit Müller. Als allererstes habe ich mir einen dieser Edding-Nagellacke gekauft. Ich meine, hallo, die sind mega. Die sehen oben wirklich aus wie so ein Edding. Es gibt unfassbar viele Farben. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die haben vielleicht so schwarz und rot. Aber nee, haben die eine riesen Farbrange einfach. Den habe ich jetzt heute auch drauf, wie ihr sehen könnt. Das ist Poppy Pumpkin. Und ja, Auftrag war super. Zwei Schichten reichen. Ich habe drei gemacht, weil ich habe einen nicht so gut beleuchteten Raum lackiert und irgendwie sah das aus, als würde das noch durchschimmern. Aber ich glaube, das hätte nicht sein müssen. Ja, wie gesagt, einen dieser Edding-Lacke. Und ich bin begeistert. Die kosten aber auch recht viel, ne? Außerdem gibt es da ja auch die große Essenstheke. Die hatten viele Sachen, aber ich finde die neuen Nagellacke irgendwie recht unspektakulär. Darum habe ich mir von Essence auch fast nichts mitgenommen, außer eine Pinzette, weil ich die wirklich gut finde und meine ist irgendwie nicht mehr ganz so am Start. Neue Pinzette und ein Stamping Lack, weil ich das unbedingt mal wieder ausprobieren möchte. Das ist Stamp Me Black.
einfach ein ganz normaler Stempellack. Ich meine, den könnt ihr auch so als Nagellack bestimmt verwenden. Der ist matt und schwarz. Dann gab es bei Art Deco eine reduzierte Eyeshadow Base. Und zwar 30% reduziert sogar. Ich benutze die ja immer und darum habe ich gedacht, ist das ein ganz guter Deal. Hier oben steht das nochmal drauf, Celebration und 30% reduziert. Und da ich die, wie gesagt, jeden Tag benutze, habe ich gedacht, kann man sich ja mal zulegen, wenn die gerade im Angebot ist. Außerdem gab es dann an der Kasse noch was, wo die Verkäuferin mich ein bisschen so darauf gebracht hat, das zu kaufen. Ich meine, klar, so machen die das wahrscheinlich immer und es läuft. Aber ich hatte solche schon mal und das sind so Nagellackentferner-Pads. Und gerade wenn man auf Reisen oder so ist, kann man die, glaube ich, ganz gut mitnehmen. Und ich gehe nächstes Wochenende nach Istanbul. Oh, ich freue mich so. Und ja, da werde ich die wahrscheinlich mitnehmen. Dann habe ich mir von Catrice, die haben ja auch die große Theke, die hatten da tolle Nagellacktopper, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ich habe mir einen Blush in der Farbe Robin Wood mitgenommen. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, wer das als Blush verwendet, weil für mich ist das ein Highlighter. So sieht die Farbe aus und ich werde den natürlich auch swatchen. Also für mich ist das viel zu schimmernd als Blush. Ja, da ist mir vorhin blöderweise was abgebrochen. Aber ja, finde ich wunderschön. So dezent einfach. Also gefällt mir gut. Und dann zu guter Letzt stehe ich ja total auf das Body Spray von Victoria's Secret. Victoria's Secret, mein Gott. In Secret Charm. Und da habe ich mir eben jetzt noch die passende Body Lotion dazu gekauft. Das ist Honeysuckle und Jasmine. Und oh mein Gott, das riecht so gut. Also die Body Lotions habe ich jetzt irgendwie so gar noch nie probiert. Aber der Duft ist einfach toll. Ich glaube, ich würde mir nicht damit den ganzen Körper eincremen, sondern eher vielleicht nur die Arme oder hier so am Dekolleté und so. Weil es riecht einfach traumhaft. Also, wenn ihr mal zu Müller kommt, schaut euch Secret Charm an, weil Secret Charm ist toll. So, und dann kommen wir zu Action. Und wie gesagt, ich war absolut begeistert und ich kann es kaum erwarten, da wieder hinzugehen. Ich habe gestern mit Jessie auch gesprochen. Wir haben wirklich eingepackt, weil es kostet so wenig alles da. Es ist der Wahnsinn. Und am Ende wusste man irgendwie so gar nicht mehr genau, was man alles gekauft hat. Es war dann quasi nochmal neu shoppen, als ich die Sachen nochmal angeguckt habe zu Hause. Ich beginne mal mit was Großem, damit wir das los haben. Und zwar ist das so ein Regal, das man so aufhängen kann dann. Ah, so. Hat hier hinten eben diese Füßchen. Und ich fand das ganz praktisch so neben dem Sofa. Wir haben neben dem Sofa nichts, wo man was abstellen kann. Und ich habe gedacht, wenn man das so an die Wand macht, kann man da vielleicht auch mal eine Tasse abstellen oder so. Und ich fand das ganz schön, diese Holzsache hier. Und ja, das habe ich mitgenommen. Dann hat mir die Jessie zu diesen Getränken hier geraten. Ich habe hier diese Sorte genommen. Das ist Apple, Banana, Strawberry und Beetroot. Und so wie ich das verstehe, no artificial flavorings, no colorants and sweetness, no added sugar, ist das eine ganz tolle Sache. Und die sind auch wirklich lecker. Für meinen Freund habe ich Apfelkuchen mitgebracht. Das sind solche kleinen Teile hier. Und jetzt kommen wir zum Rest, der noch in der Tüte ist. Also ich habe wirklich aus fast jeder Kategorie was mitgenommen. Wir haben zum einen Haushaltswaren. Da gab es diese Mikrofasertücher in drei verschiedenen Farben. Ich habe die blauen genommen. Ein Dreierpack. Dann fragt mich nicht, warum wir das mitgenommen haben. Jessie hat das gleiche gekauft. Es war einfach so süß, dass wir nicht widerstehen konnten. Und das ist diese Spülbürste. Ich meine, ist die nicht mega? Die nennt sich Beauty Brush. Spülbürste einfach nur. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich spülen werde, aber ich fand sie mega. Dann hatten die da auch noch was, wovon ich jetzt schon viel gehört habe. Ich kann mir das nur nicht so vorstellen, ob das wirklich was taugt. Und
Das ist nun mal immer sehr teuer, da war es recht billig, habe ich mir Zero Noodles und Zero Rice mitgenommen. Das ist eben, sind solche Sachen, die aussehen wie Reis oder eben Nudeln, aber nicht wirklich Reis oder Nudeln sind, weil keine Kohlenhydrate. Was steht denn da so? Nicht viel, ne? Also glutenfrei, dann fat-free und sugar-free. Und ja, ich habe die beiden eben einfach mal mitgenommen, Jessie auch, und ich halte euch auf dem Laufenden, ob die was taugen. Ich meine, keine Kohlenhydrate kann ich nicht, sorry, auch wenn ich sollte, aber ja, man kann es ja mal probieren. Dann habe ich das hier entdeckt und fand es mega süß, da steht eben Things. Mein Freund meint, es hört sich an wie I Hings, aber... das ist eben so ein kleines Teil, was man an die Wand machen kann. Und dann kann man da Sachen reintun. Was man da reintun kann, weiß ich auch noch nicht so genau. Es gab noch eins, da stand Coins. Aber ich fand es irgendwie süß und musste es mitnehmen. Und ich glaube, es hat nicht mal einen Euro gekostet. Dann hatten die auch ein paar Produkte von Vaseline dort. Und da habe ich mir diese Handcreme nochmal mitgenommen. Ich hatte die mal als kleine Tube und war super begeistert davon. Also meine Handcreme, ich werde jetzt auch mal benutzen. Ich hatte die damals in Holland gekauft und die ist super. Also man schmiert sich damit die Hände ein und das zieht wirklich schnell ein und dann ist nichts mehr wappig und es ist einfach alles eingesogen und die Hände fühlen sich gepflegt an. Und ja, also wirklich, die ist richtig toll. Falls ihr die seht, nehmt ihr euch auf jeden Fall mal mit, weil ich kann sie euch echt nur empfehlen. Also es ist jetzt schon so gut wie gar nichts mehr vorhanden. Und die Finger sind gepflegt, die Hände sind gepflegt, ja. Vaseline. Dann hatten die Weihnachtsmandala-Bücher für Kinder. Und ich habe gedacht, nimmst du mal mit. Ich habe 3 verschiedene gekauft. Ja, die haben anscheinend auch verschiedene Motive drin. Habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, aber Moment. Ja, haben eben kleine und große. Ich werde die wahrscheinlich kopieren und ist eine ganz coole Sache. Dann hatten die gepolsterte Umschläge in schön. Ja, mit so tollem Muster. Und die mussten auch dann mit. So ist das Licht super. Warum ist das so doof? Muss ich das jetzt die ganze Zeit hier hinhalten? Naja. Und passend dazu gab es auch noch Briefumschläge in verschiedenen Farben. Und weil ich mich nicht für eins entscheiden konnte, habe ich einfach alle mitgenommen. Ich glaube, die haben 59 Cent oder so gekostet. Das sind ganz normale Briefumschläge. Aber ich fand die mega süß. Die hatten ja auch noch eine Größe, aber ich habe mich zurückgehalten. Ah ja, ich weiß, ich hätte die alle kaufen können. Dann habe ich noch Stempel und Stempelkissen gekauft. Falsch rum. Einmal mit Good Luck und einmal mit Thank You und einem pinken Stempelkissen. Dann hatten die da so verschiedenfarbige Papierbögen. Ich habe mir diese Version mitgenommen. Das sind eben die verschiedenen Papierbögen, die drin sind. Die sind eben recht lang. Und ja, was ich damit mache, weiß ich selbst noch nicht. Aber ich fand es so schön, dass es mitgenommen werden wollte. Ebenso weiß ich hier überhaupt nicht, was ich damit machen werde. Es sind Mosaikteile. In verschiedenen Farben und ja, man kann damit basteln. Ich weiß noch nicht, was ich damit basteln werde. Vielleicht werde ich es mit auf die Arbeit nehmen. Es sind auf jeden Fall verschiedene Motive und das war auch nicht so teuer und irgendwie habe ich gedacht, kannst du ja mal mitnehmen. Darum habe ich es mitgenommen. Ach, schau mal, die sind auf beiden Seiten bedruckt. Das ist ja eine coole Sache. Und dann kommen wir zu den letzten Sachen, die ich gekauft habe in der Beauty-Abteilung. Ja, ein bisschen Beauty muss natürlich auch sein. Ich habe zum einen so Nagelsticker gekauft. Ich fand, die hatten zwar viele verschiedene, aber wenige davon haben mir jetzt richtig gut gefallen. Auch das gefällt mir nicht zu 100%. Aber ich, ja, ich weiß nicht genau, welches ich schöner finde. Aber ich wollte die einfach mal ausprobieren. Das sind eben die Motive. Dann habe ich von Wet n Wild eine Palette gefunden und zwar ist das Pride mit diesen wundervollen Farben.
Und ein Face Primer, da hatten die auch verschiedene. Und ich habe den Anti-Redness mitgenommen. Das ist eben Maximor, ist ja die Marke von Action. Oh Gott, kriege ich jetzt das auf oder was? Ja gut, dann muss ich es halt kaputt machen. Was soll der Geiz? Ich habe keine Ahnung, wie das ist, ob das gut ist oder nicht. Und überhaupt, es sieht auf jeden Fall gar nicht so unhochwertig aus. Na, bleibt zu. Es ist eine grüne Flüssigkeit, wo der Deckel jetzt schon nicht mehr hält. So viel dazu. Ach, der hält überhaupt nicht richtig. Das ist natürlich traumhaft. Aber für den Preis. Ich glaube, der hat nicht mehr 2 Euro gekostet. Anti-Redness. Hat hier oben eben so einen Pumpspender. Jetzt geht das Licht irgendwie weg. Jahre später. Come on! Ja. Okidoki. Weißt du Bescheid? Es funktioniert irgendwie gerade nicht. Ah, ein Wunder. Es riecht ein bisschen nach Chemie, ehrlich gesagt. Auf der Haut fühlt es sich aber ganz schön an und ein bisschen sticky, was vielleicht ganz gut ist für Make-up. Wo ist das Licht hin? Wo ist das Licht hin? Jetzt müssen wir uns beeilen, ne? Und das Licht jetzt sich schon verabschiedet. Wir haben auch nur noch eine Sache. Und zwar habe ich mir noch so eine kleine Lidschattenpalette mitgenommen. In Nude. Die fand ich irgendwie ganz cool. Wollen wir die kurz swatchen? Komm, wir swatchen die noch schnell. Dann können wir auch noch Wet n Wild swatchen und dann sind wir komplett durch. So, das ist die Palette. Ich mache es jetzt mal auf. Ah, okay, die hat so einen Applikator noch mit bei. Den werden wir sofort entfernen. Und ja, dann swatchen wir die doch mal. Okay, 1, 2, 3, 4. Oha! Also von der Pigmentierung her sind die gar nicht so schlecht, ne? Und das sind die anderen 4. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Ja, kann man machen. Und teuer sind die echt nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Die hatten da auch so ein paar Sally Hansen Lacke. Jetzt habe ich mir die ganzen Lidschatten unter den Nagel geschoben. Ist das geil. Manu. Aber ich fand die Farben irgendwie nicht so schön. Von Sally Hansen. Falls ihr schon nicht mehr wusstet, was ich gesagt habe. Weil ich ein bisschen langsam gerade bin. Dann werden wir jetzt noch die Wet n Wild Palette swatchen. Ich finde diesen immer ziemlich blöd zum Aufmachen. Die sind zwar sehr schön versiegelt, aber man braucht schon mal ein Hilfswerkzeug. Die haben ja auch diese Pinselchen. Die werden auch entfernt. Und dann ist das die Palette. Die 3 Farben. Das wird scharf und scharf, scharf und scharf. Und die 3 Farben. Also Wet n Wild. Wet n Wild ist ja eh immer toll. Ja, Leute, das war mein Haul von gestern mit Jessie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wart ihr schon mal bei Action? Was muss ich mir bei Action unbedingt noch angucken? Was ist bei Action euer Must-Have? Ja, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie alles toll. Ja, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann. Tschüss.